aber. Kann man sich schön vor den Zettel das verstecken? Guck. Okay. Hast du wieder was, um dir das Gebäude zu zerstören? Komm, folge mir, Sentinel. Ich war ja schon mal da, ja. Folge mir. Oh, der Sentinel folgt mir nicht. Das ist jetzt blöd. Das ist jetzt richtig blöd. Guck mal, ausgefallen. Warte, lass mich das machen. Ich habe ein Schild um die rum. Ich bin unterwegs. Ich werde nicht versagen. Wir müssen es ihnen an Grausamkeit gleich. Okay. Nein, da nicht hingehen. Die Sentinel verpisst sich und das genau in den Baneblade rein. Ohne Pause. Bereite dich auf deinen Tod vor, Chaos-Sklave. Das ist eine leichte Aufgabe. Chaos Space Marines, wie ekelhaft. Jetzt ist es so, Okay. Okay, das ist ungut. Geh weg. Heilen. Falle, Warp-Sklave. Ich werde dem Feld nicht fernbleiben. Ich bin unterwegs. Das wird eine Demonstration. Die Schüsse kommen aus dieser Richtung. Gibt es Befehle? Los, mach den Zettel wenigstens kaputt, oder? Sie wurden von ihrem Besten angegriffen. Stirb für deinen Imperator, Scherge. Brauch man nicht immer so still, ja. Du hast mir Angst. Ich denke immer, du bist weg, oder so. Ganz ruhig. Nicht so still, das mag ich nicht. Ich muss dich hören, oder ich denke, mein Teamspeak ist wieder abgeschmiert, weißt du? Wow! Fuck! Okay, ich hab bald den Generator-Dings da kaputt. Alles klar. Was ist denn mit deinen anderen Truppen eigentlich? Einer ist tot und du hast den anderen. Hab ich zurückziehen müssen? Ja, das haben wir gleich. Boom. Ja, Hammers. Und? Ja, mein Turm. Yay, und der Beyblade dreht sich erstmal im Kreis eine Runde. Oh, der ist tot. Oder kaputt. Boom. Beyblade-Purpung. Das war's. Und wir müssen jetzt auch wieder einen Schnitt machen, weil wegen Feuer und so. Weil ich jetzt essen gehe. Ach, du gehst essen? Na denn? Ja. Aber wir rüsten wir noch vorher auf? Ja. Okay. Machen wir das. Däumchen drehen und warten. 50 Energie. Impulsminen haben wir gekriegt, Raum. Weiter. Gewährt etwas Erfahrung. Das gebe ich meiner Ruhmprophetin, ne? Weil die ist ein Level hinter allen. Ja. Dass wir gleich sind. Na komm schon. Hast du auch diesen Dschungel als Hintergrund? Ja. Ich habe nur meinen Maus bewegt. Guck da, meine Maus. Whee. Oh, meine Maus hat geleckt. Okay, was soll nicht ich nicht? Jagd auf den extra schweren. Was wollen wir Banshees, ne? Nehmen? Ja. Okay, fortsetzen. Ronan, was hast du im Warportal erfahren? Ah, fast wieder. Oft ermöglicht es uns, Typhon zu verlassen. Warum bin ich immer noch im Dschungel? Wir haben nun keine Ahnung, auf welcher Welt wir im Dienste der Prophezeiung sterben wollen. Oh, das entscheidend. Unsere Methode ist überraschend, Ronan. Kommst du nicht ursprünglich vom Weltenschiff Ultim, dem Weltenschiff der Seher? Ich bin jetzt ein Wanderer. Ich gehöre zu keinem Weltenschiff. Weißt du aber, dass die Eldar durch die Prophezeiungen der Seher überleben. Vergiss nicht, dass wir erfolgreich die Seelen des Weltenschiffs Kolzsee geborgen haben. Die Seelensteine, die die Phantomlords führten, um die Necron auf Yukinas aufzuhalten. Jawohl. Necron. Selbst Flüchtlinge von Ultwee wurden von den Gletschern auf Kronos gerettet. Ohne die Visionen unserer Seher hätten wir sie nie gefunden. Ach, davon hatte ich noch nicht gehört. Es war ein Geheimauftrag. Die Bloodravens auf Kronos behielten dort eine sichere Stellung und wir konnten es nicht riskieren, ihre Aufmerksamkeit zu erregen.
Die Blood Und doch war die Bergung ein großer Erfolg. Selbst die Seelensteine der Gefallenen wurden nach Jahren des Schneefalls geborgen. Alle außer einem. Boah. Was? Du weißt davon? Oh Gott. Thaddäa, habe ich recht. Die Runenprophetin, die ursprüngliche Expedition nach Kronos anführte. Ihr Seelenstein wurde nie gefunden. Bist du schon jetzt in der Wutlava? Unsere Prophezeiungen dienen uns wunderbar bei der Bergung unserer Toten. Sie hätten uns besser gedient, die vielen Tode zu vermeiden. So. Banshees haben wir. Okay. Mal gucken. Aufrüsten. Achso, ich gebe erstmal der die Erfahrung. So. 2 Punkte übrig. Gesundheit brauchen die Eltern. Hau ich beide Punkte in der Gesundheit rein? Okay, das nehme ich. Lebenskraft. Und was gebe ich ihr? Hier. Oh, so. Das ist meine Lebenskraft. Okay. Was? Von diesem Trupp. Oh. Ich kann keine von den Klingen nehmen. Ich aber. Nämlich Sing der Speer. Ich nehme den Speer. Ja. Wow, eine Rüstung. Nee. Rüstungswert von 6, wow. Die Rüstung bringt's jetzt für meine Prophetin. Nee. Hast du dir jetzt die Mine genommen? Ja, ich hab die Mine, oder wolltest du die? Nur groß. So, dann kannst du die auch nehmen. Alles klar, dann habe ich aber hier noch was. Nämlich was gegen Fahrzeuge und was gegen Menschen. Du kannst hier die Antigravgranaten nehmen, dann fliegen die lustig. Aber ich habe immer noch kein besseres Schwert für die. Und meine andere hat einen Rüstungswert von 6. Die Runenprophetin und ein Speer. Oh. Was denn? Veldoran hat jetzt Rüstungswert von 14 und ein Schwert. Fetz. Der knallt. Und 1025 Gesundheit. Blech, nicht Blech. Oh, was hab ich hier gemacht? Wo hab ich raufgedrückt? Geh weg. Alles klar, gut, dann bin ich erstmal essen. Ja, okay, ne? Dann machen wir erstmal Pause. Ich hab gerade hier noch was geguckt. Okay, bis nachher, Leute. Tschüss. Ach, Bauch ist noch nicht weg.